Oder nicht richtig? Das dürfte doch nicht so schwer sein, hier auf die Rätsel zu kommen. Ich habe nicht mal Überreste bei mir in der Ding, in der Tasche. Hier ist der Waffenladen, der bringt mir jetzt genauso wenig. Hier ist der tote Gondoliere. Die kann ich nicht weiter stören. Für das müsste ich lauter sein. Ich habe einen beschissenen Staubsauger und weiß nicht, was ich mit dem tun sollte. Kann ich vielleicht die Farbe einsaugen? Das wäre natürlich schön. Dann schon eher schwarz, mit so aufgeklebten Flammen vorne an der Seite. Und vielleicht ein Drache mit einer Streit... Okay, das war's schon mal nicht. Ich habe jetzt keine Zeit, mich um Rechtschreibfehler zu kümmern. Wofür hat Daedalic diese sexy Lektorin engagiert? Der ist gut. So, Ei ummal. Lieber nicht, sonst kann ich sie am Ende nicht mehr auseinanderhalten. Was, deine Eier? So, Fiebel. Ich habe jetzt keine Zeit, mich... Wofür? Wasser? Dann schon eher schwarz. Mit so... Und vielleicht... Ich habe Wasser dabei, ich habe keine Ahnung. Den will er wieder nicht machen. Dann schon eher schwarz. Mit so auf und vielleicht... Köder will er nicht weiß machen. Mit so und vielleicht... Ich drehe hier durch. Was soll denn das? Eine habe ich ja schon überzeugt. So, hier ist auch nicht mehr viel. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Nett. Hier ist auch nichts. Nothing. Doc ist immer noch hellwach. Hier ist alles tiefgekühlt. Kann ich hier was mit dem Wasser anstellen? Ich komme darauf zurück, wenn ich ein paar Eiswürfel für meinen Drink brauche. Ich will in die Schublade gucken. Ist ja schon gut. Okay, lässt er mich auch nicht, ist klar. Ich bräuchte ein geheimes Klopfzeichen. Aber es wird doch nicht so schwer sein, so einen scheiß Faden zu finden. Mach ich mal den Ofen auf, vielleicht liegt ja da irgendwas drin. Nee. So schön viel Potenzial für ein feierliches Feuer haben wir schon mal gesprochen drüber, also da muss ich jetzt nicht unbedingt. So, ich gehe mal rauf, aber oben würde ja gar nichts mehr sein normal. Ja, ist auch so. Deswegen geh wieder runter, Rufus. Waffenladen, Marktplatz. Ich habe hier vergammelte Pillen. Ich habe hier Köder. Ich habe hier Zuckerdose. Meine aber was mache ich mit den Pillen? Aber es ist ja nicht. Ich muss meine Sachen. Im Wasser? Nicht, ich will eine. Oder wofür? Ich mit hätte den schon fast Köder. Das versuche ich hier erst mit dem Fisch. Ich habe einen Rasiermesserfisch noch. Was könnte ich mit dem machen? Ich bleibe lieber bei meinem alten Jingle. Okay, wenn du das willst, Rufus. Oh Mann. Ich komme hier nicht klar. Aber echt nicht. Dass hier nirgends der benötigte Faden ist. Aber wirklich nirgends. So, schneller. Rufus, greif nochmal in die Erde. Vielleicht ist ja irgendwas versteckt. Lose Erde habe ich genug im Mantel. Wenn ich mehr Erde brauche, sollte ich mir ein passendes Behältnis suchen. So, welches denn? Ich hätte den Zucker, die Zuckerdose noch. Meine Sachen sind auch so schon schmutzig. Ich muss sie nicht noch extra im Dreck wälzen.
Wasser? Meine Sachen sind auch... Ich muss... Es... Das gibt's doch nicht. Ich komme nicht auf die Toilette ohne die Schnickschnack-Schnuck-Handschuhe. Ohne die Schnickschnack-Schnuck-Handschuhe. Ja. Das habe ich gerade gesagt. Die Schnickschnack-Schnuck-Handschuhe kriege ich nur, wenn ich den Mantel habe. Den Mantel kriege ich nur, keine Ahnung, wie ich den krieg. Den blöden Mantel, den. Dunkle Gasse. Ja, passt schon, Rufus. Aber hier ist nichts mehr. Ich dreh durch. Klein Venedig. So, mal die Tür öffnen, aber das geht da sicherlich immer noch nicht. Mit Sicherheit. Sag ich's doch, geht nicht. Du schon wieder? Ich hab dir doch gesagt, dass du verschwinden sollst. Bin ich ja auch. Ich bin ein... Du hast zwar bei deinem... So. Kann ich hier irgendwas vormachen? Wasser mit Periskop. Wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Staubsauger. Nee. Man muss sich hier abdecken. Oh Mann. Das sind immer solche Rätsel, wo ich immer kurz vorm Durchdrehen bin, weil ich einfach nicht check, was ich hier machen muss. Rohrventil. Na super, jetzt ist das Rohr zu. Aber gebracht hat es mir gar nichts. Ich lasse es wohl lieber erstmal auf. Und behalte das für den Fall der Fälle im Hinterkopf. Hier müsste ich lauter für sein. Nur wie werde ich lauter? Kann ich hier was mit Rufus? Nö, kann ich auch nicht. Geh doch einfach nur in die Tür. Was die Türklinke benutze. Hallo, Rufus? Verdammt, irgendwie hören die mich gar nicht. Dann musst du lauter werden. Viel lauter, Rufus. Ich drehe mich hier irgendwie im Kreis. Ich übersehe hier was total. Aber total. Kann ich den Schlauch irgendwie mitnehmen? So, die Verbindung muss doch auch irgendwas bringen. Also hier irgendwie rein und da raus. Ich bin mir nicht sicher. Nur mit den Rohren kann ich immer so wenig machen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Eigentlich gar nichts. Sag ich's doch. Also das Umstecken ist mittlerweile für den Arsch. Kann ich das irgendwie kaputt machen? Diese Idee ist ein echter Rohrkrepierer. Danke. So, Schraubendreher. Diese Idee. Okay, dann halt nicht. Ich habe hier verdammt nochmal vergammelte Pillen. Abgelaufene Beruhigungspillen. Die bringen mich doch glatt auf eine Idee. Aber woher bekomme ich einen abgelaufenen Neurotiker? Wir reden am Rad. Neurotiker. Was ist ein Neurotiker? Ah. Könnte es vielleicht sein? So, dass ich ihm die Pillen andrehen muss. Irgendwie, irgendwo. Was soll das werden? Eine Herausforderung? Zeig mal her. Was soll denn das? Das ist ja gar keine Turnierhand. Das habe ich auch nie behauptet. Und warum sollte mich das dann interessieren? Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Das zeige ich ihm lieber nicht. Dann dir. Er gehört immerhin zu einer Verbrecherbande.
Am Ende klaut er mir noch meine vollkommen ehrlich erworbene Diebesbeute. Könnte sein. Alex, der Jukebox-Zwerg. Kann ich dir Pillen einwerfen? Nach unten bitte. Ey, meine Pillen. So, hier. Lass mich in Ruhe. Ich muss arbeiten. Ein dreifaches Hallo auf unsere fleißigen Freunde, die Kleinverdiener. Der ist gut. Neurotiker. Viele Leute habe ich ja nicht mehr mit denen. Will der Fischer vielleicht ein paar Pillen? So, hier. So, friss. Friss die Pillen, Angler. Friss die Pillen. Schau mal her. Verschwinde. Und wenn ich hier auch angeln will? Erzähl keinen Seemannsgarn. Du bist kein Angler. So wie du rumläufst. Außerdem fehlt dir offensichtlich das obligatorische Anglerglück. Und wenn ich dir beweise, dass ich doch ein Angler bin? Ha, das will ich sehen. Wirst du auch. Schön. Und jetzt, kusch. Okay, wem drehe ich dann die Tabletten an? Abgelaufene Beruhigungspillen. Die bringen mich doch glatt auf eine Idee. Aber woher bekomme ich einen abgelaufenen Neurotiker? Der Dichter? Der Dichter vielleicht? Willst du Pillen? Du kennst dich doch sicher mit psychoaktiven Substanzen aus. Tu ich nicht. Nur weil ich ein Dichter bin, nehme ich noch lange keine Drogen. Das ist ein dummes Klischee. Dann will ich nichts gesagt haben. Außer vielleicht, dass du mal lüften solltest. Es riecht hier nämlich ganz schön nach dummen Klischees. Okay, dann ihr auch nicht. Dem hier, dem Siegerl, unserem Vater. Himmel, Jung, spielst du etwa schon? Hatten wir uns nicht lang? Du bringst das auf der Stelle zurück, junger Mann. Auf der Stelle. Jetzt habe ich bald jede Person ausprobiert, der ich die Pillen andrehen könnte. So, ihm hier noch. Nein, kein Interesse. So, klingeln. Dafür brauche ich keine weiteren Hilfsmittel. Ich kann mich vollständig auf die Zielsicherheit meines Zeigefingers verlassen. Dem könnte ich denn da eine Pillen andrehen? Ich check's nicht. Dem hier noch in der dunklen Gasse. Jetzt habe ich bald alle durch, denen ich den Pillen geben könnte. Keine Spur von Materialermüdung. Säge, Rasiermesserfisch? Damit sollte ich das Schloss im Nu geknackt haben. Nanü? Okay. Damit sollte Dem ich das hier? Schloss im Nu geknackt haben. Nanü? Abgelaufene Beruf. Die bringen aber wo? Ich schmeiße nie etwas weg, bevor ich nicht mindestens einmal reingebissen habe. Das ist mein kleiner Beitrag, um den Planeten sauber zu halten. Kann ich das mit Rufus selber? Nö, auch nicht. Pillen ihm andrehen vielleicht? Dem Apotheker? Ich will diese Medikamente hier reklamieren. Darf ich mal tasten? Standen die etwa aus meiner Abfalltonne? Hast du etwa die Biohazard-Warnschilder nicht gesehen? Gesehen schon. Abgekriegt? Nein. Oh Mann! Bringt mir das auch nix. Wem pflanze ich denn die ein? Wer kriegt denn die ab, die Tabletten?
verstehe es nicht. Ach so, scheiße. Ich bin einen Bildschirm zu weit gegangen. Ich wollte hierher. Das ist jetzt die letzte Person, die mir irgendwie noch einfällt. Neurotiker. Du schon wieder? Ich hab dir doch gesagt, dass du verschwinden sollst. Bin ich ja auch. Ich bin eins mit den Schatten. Wusch. Du hast zwar einen gewaltigen Schatten, aber das ist nicht dasselbe. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit... Ich wollte dir die Pillen andrehen, jetzt quatsch mich nicht voll. Alter. Das kann ich die kombinieren? Ich gar nicht. Meine Sachen riechen...